Herzlich willkommen wieder zu Brinkmann und Asmuth. Und Sie wissen, dass das Streitgespräch zwischen Gary und Asmuth von der Taz und Peter Brinkmann von TV Berlin. Und ich hoffe, wir werden uns heute trefflich streiten. Es geht nämlich um ein Thema, wo man durchaus anderer Meinung sein könnte, nämlich was geschieht eigentlich mit dem Gasnetz in Berlin? Ja? Da werden Sie sagen, was ist denn da? Ja, darüber wird nämlich heftigst politisch und ökonomisch und wirtschaftlich und juristisch gestritten. Und um das mal aufzuklären, haben wir beide eingeladen, Michael Schäfer, das ist der energiepolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Herzlich willkommen. Danke. Worum geht es eigentlich bei diesem Streit? Der Bürger, der versteht das eigentlich nicht so richtig. Also das Land Berlin macht einen Konzessionsvertrag. Das heißt, das ist die Erlaubnis, dass man seine Gasleitung oder auch die Stromleitung unter öffentlichem Land, unter den Straßen, unter den Bürgersteigen liegen haben darf. Dafür gibt es eine Konzessionsabgabe, die kriegt das Land Berlin. Und dieser Konzessionsvertrag muss alle 20 Jahre spätestens ausgeschrieben werden. Das heißt, es können sich Firmen, der ist jetzt zu Ende. Der ist jetzt zu Ende und zwar genau Ende diesen Jahres endet der. Oh, in der Woche. Ja, in der Woche. Haben wir denn kein Gas mehr? doch, das ist alles, das wird kein Problem geben. Aber wir haben dann keinen gültigen Konzessionsvertrag mehr. Und ganz kurz, bis jetzt hat die GASAG diesen Konzessionsvertrag, also die GASAG hat eine Konzession, dass sie das Straßenland nutzen darf, um da Rohre zu verlegen und zahlt dafür eine Abgabe an das Land Berlin. Genau, und jetzt, wenn... Ist doch alles prima erstmal, oder? Kann man das so lassen. Kann man so lassen, kann man auch ändern. Auf jeden Fall muss das Land Berlin diese Konzession ausschreiben und damit geht einher das Eigentum am Netz. Weil wenn jemand anderes als die GASAG diese Konzession gewinnt, dann muss die GASAG demjenigen das Netz verkaufen. Und da darf sie sich auch nicht gegen wehren. Da kann sie sich gerichtlich gegen wehren, aber wenn das Verfahren rechtlich einwandfrei ist, dann muss derjenige, kann derjenige von der GASAG verlangen, jetzt verkauft mir das Netz. Und das ist jetzt quasi der für die Überlegungen beim Stromnetz und beim Gasnetz, dass das wieder in die Hand des Staates kommen soll, in die Hand des Landes, also eine Rekommunalisierung erfolgen soll, ist das deshalb dieser Konzessionsvertrag, diese Konzessionsvertragsvergabe der Hebel. Und um den Konzessionsvertrag beim Gasnetz hat sich neben der GASAG auch noch das Land Berlin beworben. Es gab noch einige andere Bewerber, die sind alle abgesprungen. Also das Land Berlin hat sich ja nicht direkt selbst bei sich beworben, sondern es hat eine Firma gegründet, die Berlin Energie, die landeseigen ist und die hat sich drum beworben. Genau. Und auch den Bewerbungsprozess, welche Überraschung, gewonnen. Genau, wobei man sagen muss, eine Firma gegründet ist schon zu viel gesagt. Es ist nur ein Teil der Verwaltung, der Berlin Energie heißt, nach Landeshaushaltsordnung. Es ist nicht per Gesetz tatsächlich ein Landesunternehmen gegründet worden. Und das ist auch schon eins der Probleme, zu denen wir sicher gleich kommen. Vielleicht erklären wir nochmal, was ist denn genau der Vorteil daran? Also ich habe Gas bei mir zu Hause und das kommt von der GASAG. Ja. Ist doch alles schön und gut. Ich habe da nie Probleme. Da kommt einmal im Jahr der Gasabzähler vorbei, Gaszähler vorbei und guckt auf meinen Stand. Und das ist alles, was ich mit denen zu tun habe. Was hätte ich davon, wenn das Land Berlin und nicht die GASAG demnächst die Gasrohre kontrolliert? Ja, da scheiden sich jetzt die Geister. Die einen sagen, dann kann das Land damit gestalten, kann Renditen erwirtschaften. Aber Zwischenfrage. Das Land Berlin hat doch gar kein Gas. Das muss doch irgendwo herkaufen. Ja, aber das ist bei jedem Netz. Die GASAG hat das Gas aber schon. Ja, das ist bei jedem Netzbetreiber so, auch also beim Strom und beim Gas. Es kann jeder, darf ja Gas verkaufen. Mhm. Und es gibt ja nicht nur die GASAG, die Gas verkauft und nicht nur Vattenfall, die Strom verkaufen, sondern da können andere Unternehmen sich auch bemühen, die können dann Ökostrom oder Biogas verkaufen oder einen Anteil davon. Und jeder Kunde kann sich ja aussuchen, bei wem er sein Gas kauft oder seinen Strom kauft. Und der Netzbetreiber muss alle diese Firmen anschließen und allen denen das ermöglichen, durch das Netz zu leiten. Es ist also nicht der Grundversorger, es ist nicht der uns dann das Gas liefert. Genau, sondern es geht erstmal nur um die Leitung von A nach B. Und die Leitung und die Versorger müssen auch getrennt sein. Also wenn das in einem Unternehmen ist, dann schreibt das Energiewirtschaftsgesetz vor, die müssen eigenständige Gesellschaften sein, einfach damit der Netzbetreiber, also die Firma, die das Netz betreibt, nicht einen Vorteil gegenüber anderen Firmen hat. Aber jetzt gibt es ja auch, ich meine, die große Firma, der große Gaslieferant ist die GASAG und das Netz gehört offiziell, wie heißt sie, NBB? Ja. Aber es ist eine Tochterfirma der GASAG. 100% GASAG. Genau, also gehört es letztlich doch der GASAG. Ja. Es ist nur rechtlich voneinander getrennt. Eigentlich alles selbst, alles eins. Ist doch denn eine juristische Trickserei?
Ja und nein, also es ist ein bisschen eine juristische Trickserei. Also wenn man sich zum Beispiel bei Vattenfall anguckt, da ist es ja dasselbe fürs Stromnetz. Da macht dann auch die Lobbyabteilung macht für Stromnetzgesellschaft, die jetzt Stromnetz Berlin heißt, und für Vattenfall gleichzeitig ihre Sachen. Also es ist ein bisschen Augenwischerei. Ich finde deshalb auch beim Stromnetz, was ja auf dem Strommarkt ein Monopol hat, ist es ordnungspolitisch, wäre es fatal, das wieder 20 Jahre lang der Vattenfall zu geben. Entschuldigung, keine Exkurs Stromnetz, weil da einfach die Vattenfall hat am meisten Kunden in Berlin und speist am meisten Strom ein. Und dann der auch noch das Monopol über das Stromnetz, das alle Berlinerinnen und Berliner nutzen, zu geben, halte ich ordnungspolitisch für falsch. Aber bevor wir jetzt ganz verwirrt sind, lassen wir das Stromnetz mal weg. Ja, ja, kommen wir mal zu GASAG zurück. Es ist sehr ähnlich, aber gut, trotzdem nochmal bei der GASAG. Also warum ist das, welchen Vorteil hat das Land Berlin oder haben die Bürger davon, wenn das Gasnetz oder auch das Stromnetz in öffentlicher Hand ist? Wo ist der große Unterschied Ihrer Meinung nach? Also ich muss sagen, beim Gasnetz kann ich den noch nicht erkennen. Wir haben vom Senat verlangt, dass er uns mal ein energiepolitisches Konzept für die Netze vorlegt, was er überhaupt energiepolitisch damit gestalten will. Das steht so, nur mal zur Erklärung, steht so im Koalitionsvertrag der Großen Koalition in Berlin, Rekommunalisierung von Gasnetz und Stromnetz. Nein, eine Prüfung. Also es ist ein bisschen... eine Prüfung. Das ist, aber da steht sowas drin geschrieben. Ja, also das ist sehr weich heißt, formuliert. Eigentlich wollen wir das, aber wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen und vielleicht doch nicht. Ja, und dann haben sie beim Stromnetz gesagt, da wollen wir 51%. Da gibt es von den Koalitionsfraktionen im Abgeordnetenhaus eine Vereinbarung und beim Gasnetz gibt es sie nicht. Da hat der Senat einfach mal gemacht. Und das ist auch ein bisschen das Problem dabei. Da hat halt der Stadtentwicklungssenator, damals noch Michael Müller, hat diese Verwaltungsabteilung gegründet, die sich beworben hat. Der Finanzsenator, damals noch Nussbaum, hat dieses Verfahren geleitet und hat dann der Firma von Müller den Zuschlag gegeben. Und hat gesagt, das Angebot war besser als das der GASAG. Und dagegen ist die GASAG vor Gericht gezogen und hat jetzt gewonnen. Das war letzte Woche. Das war Anfang Dezember. Vor ein paar Wochen. Also das ist ganz aktuell. Das ist der Stand der Dinge. Das ist der Stand der Dinge. Und jetzt halt ganz neu, letzte Woche hat das Land Berlin mit der GASAG einen Vertrag gemacht, dass auf jeden Fall das nächste Jahr gesichert ist, damit sich die Kunden keinen Kopf machen müssen. Genau. Also das Gas Also Gas läuft erstmal weiter. Aber ein provisorischer Vertrag. Der ist für ein Jahr jetzt. Der ist für ein Jahr. Genau. Den kann man sicherlich nochmal verlängern, weil der Richter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat schon gesagt, das wird sicherlich durch die Instanzen gehen und bis es dann zu einer endgültigen Entscheidung kommt, da können ein paar Jahre vergehen. Davon ist auszugehen, dass das 3 bis 5 Jahre dauert. Und, dauert 20 Jahre und dann ist das Problem auf juristische Trickserei gelöst. Jetzt kommen wir aber dann doch mal in die politische Diskussion. Ja. Das Erste ist, Sie haben schon gesagt, Sie sehen jetzt nicht unbedingt einen Vorteil, ob das Gasnetz in der öffentlichen Hand oder in der privaten Hand ist. Darf ich das nochmal erläutern? Ja. Weil es einen Unterschied zum Stromnetz gibt. Der ist ganz wichtig. Das Stromnetz ist ein Monopol. Alle Berlinerinnen und Berliner sind daran angeschlossen, an Stromnetz. Mhm. Und wer das hat, versorgt alle. Das Gasnetz ist auch ein Monopol als was Netz, das Gas angeht, aber in der Wärmeversorgung konkurriert es zum Fernwärmenetz, konkurriert es zu Öl, konkurriert es in Zukunft immer mehr zu Passiv- oder Plus-Energiehäusern. Und dummerweise immer noch zu den letzten Kohleöfen, die wir in Berlin haben. Zu den letzten Kohleöfen. Aber das ist nicht so ein Monopol auf seinem Markt. Auf dem Wärmemarkt ist das Gasnetz kein Monopol. Und da ist jetzt als Klimapolitiker, muss ich sagen, haben wir klimapolitisch das Interesse, da wo Fernwärme liegt, das zu verdichten. Mhm. Auch zulasten des Gasnetzes, weil die Fernwärmekraftwerke sind größer und wenn die Gas befeuert werden, wir haben im Moment noch Kohlekraftwerke, auch die müssen vom Netz gehen aus klimapolitischen Gründen, aber wenn man ein zentrales, modernes Gaskraftwerk wie das Heizkraftwerk Mitte vergleicht mit vielen kleinen Gasöfen in Häusern, ist das die zentrale Versorgung effizienter und klimafreundlicher. Okay. Das heißt, wir haben klimapolitischen Interesse, da wo Fernwärme liegt, die zu verdichten. Wenn jetzt das Land sich das Gasnetz an Land zieht und selber natürlich dann das Interesse hat, das wirtschaftlich zu betreiben, dann kommt dieses Interesse nicht die Steuerzahler zu belasten, indem man irgendwelche Verluste beim Gasnetz macht, mit dem klimapolitischen Interesse, das Fernwärmenetz zu verdichten oder Plus-Energiehäuser stärker zu fördern, in Konkurrenz.
Und diesen, die Konkurrenz besteht nicht, wenn das in privater Hand bleibt, weil dann habe ich die Konkurrenz ja erst recht. Ja, aber dann habe ich ja, nur einen Betreiber, der auf seine Profitinteressen, das ist nun mal das System, irgendwie achtet und so Klimaschutzziele überhaupt erst an zweiter, dritter Stelle. Ja, aber der Betreiber ist nicht gleichzeitig der Gesetzgeber. Das ist der Unterschied. Denn wenn das Land Berlin, wenn man klimafreundliche Gesetze einbringen will und dann hat man einen Finanzsenator, der immer sagt, Moment, Das kostet uns was, weil wir nämlich das Gasnetz gehört uns selber. Ja. Dann stelle ich mir klimapolitischen Bein. Und das ist. Man kann aber natürlich auch andersrum argumentieren, dass man sagt, okay, wenn ich selber die Kosten irgendwie tragen kann, dann kann ich viel schneller quasi mit mir selbst solche Deals aushandeln und habe eben nicht den Ärger mit einem privaten Betreiber, dem ich die Gewinne wegnehmen muss und der mich dann am Ende irgendwie noch verklagt, weil seine Renditen sie schmälert. Das könnte eine reiche Stadt sagen. Eine Stadt wie Berlin sollte gucken, dass es nicht sich Unternehmen an Land zieht, die in deren wirtschaftliche Zukunft höchst ungewiss ist. Aber Herr Schäfer, das ist ja eine Möglichkeit. Es könnte ja durchaus sein, wie der Kollege Asmuth zu Recht angesprochen hat, es könnte ja durchaus sein, dass es andersrum ist. Dass wenn man das wieder in kommunaler Hand hat, wogegen ich persönlich auch was habe, aber aus rein ordnungspolitischen Gründen, darüber reden wir vielleicht nach der Pause weiter. Und die Frage stelle ich noch, bevor wir jetzt in eine kleine Werbepause gehen, weil wir ein bisschen Geld verdienen müssen. Ja? Wenn es andersrum sein könnte, dass wenn es in kommunaler Hand ist, man eben eine Position hat, auch mit den Wettbewerbern zu reden, dann könnte man doch auch vielleicht und möglicherweise, wir spekulieren ja ordentlich, ja, sagen, wir wollen politisch das und das durchsetzen und dem müsst ihr euch jetzt unterordnen. Und das werden wir nach der Pause weiter diskutieren mit Gerion Asmuth von der TAZ, Peter Brinkmann, TV Berlin, und unserem Gast Michael Schäfer, dem energiepolitischen Sprecher der Grünen Fraktion im Abgeordnetenhaus. Bleiben Sie dran, das ist ein Thema, was Sie alle angeht. Für nächstes Jahr gibt es aber noch genug Gas, keine Sorge, obwohl der Konzessionsvertrag, haben wir gelernt, gerade erst für ein Jahr nur verlängert wurde. Bis gleich.